Das Blumenwunder von Elbingerode. Fleißig wurden in den von der Kommunalen Beschäftigungsagentur geförderten Werkstätten der AFU Kostüme entworfen und genäht. Die Frauen ließen sich etwas einfallen, ob Blume, Grille oder Regenwurm. Ihrer Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. In nur 3 Wochen nähten die Teilnehmerinnen der COBA-Maßnahme 12 bunte Kinderkostüme und zahlreiche Accessoires für die Kindertagesstätte Rappelkiste in Elbingerode. Also das ist eine Maßnahme, die durch die Kommunale Beschäftigungsagentur gefördert wird. Insgesamt nehmen 10 Teilnehmer an dem Projekt teil, 5 Teilnehmer in der Nähstube und 5 Teilnehmer im Holzbereich. Die Maßnahme geht insgesamt über 8 Monate, endet jetzt am 30.06. Und wir freuen uns auch, dass es ein Folgeprojekt geben wird, dass wir also noch weiterhin so tolle Sachen übergeben dürfen, wie wir es heute machen dürfen. Hier wollen die ältesten Kinder der Kita am 23. Mai das Musical Blumenwunder aufführen. Quasi ihre Abschiedsvorstellung, bevor sie in die Schule kommen. Wir hatten uns Gedanken gemacht, wie basteln wir den Regen, wie basteln wir den Wind. Und wir haben auch teilweise gebastelt, aber es verrutschen die Hüte und es, ja, während des Tanzens stört es eben. Und deswegen hatten wir uns gedacht, das müsste doch Textil besser herzustellen sein, dann würde es besser sitzen und alles. Und jedenfalls hatte ich den Beitrag in der COBA gesehen und habe dann daraufhin mal angerufen, wie es denn wäre. Und die Kollegen waren ja gleich bereit, uns die Kostüme zu nähen. Und das ist ja nun innerhalb von 1 Monat passiert, ja, war es fertig. Die Kinder schlüpfen in ihre neuen Kostüme. Ganz stolz sind sie auf ihr Aussehen. Nun macht das Spiel noch einmal so viel Spaß. Alle sind mit einbezogen. Einige von ihnen haben sogar mehrere Rollen. Klanggeschichten sind eben ein gutes Mittel, um Kinder eben zum Zuhören zu bewegen. Und das Hinhören, das genaue Hinhören und sich konzentrieren ist eben das A und O heutzutage. Und deshalb diese Klanggeschichte verbunden mit Musik, mit natürlich eigenen Titeln. Ich hatte nun zu diesem Projekt, das Blütenfest, hatte ich diesen Blütensong geschrieben, das 1000 kleine Blüten, und das passt nun wunderbar als Abschlusslied. Das ist richtig produziert in einem Studio, aber die Sachen, die vorher kommen, die schauspielerische Leistung der Kinder und alles, das ist das Wichtige eigentlich daran. Ja. Die Teilnehmer der Maßnahme können stolz sein auf ihr Werk. Gespannt lauschen sie dem Spiel der Kinder. Mit den bunten Kostümen bekommt das Musical so richtig Farbe. Also mit diesen Maßnahmen sollen die handwerklichen Fähigkeiten der Teilnehmer verbessert werden. Die Teilnehmer sind total motiviert, weil sie auch wissen, wofür die Dinge gefertigt werden. Das macht ihnen wirklich ganz, ganz toll viel Spaß. Und wir wünschen uns natürlich auch, dass dadurch die Fähigkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt verbessert werden. Das Musical spielt auf den Elbingeröder Wiesen. Hier blühen herrliche Blumen, ein Marienkäfer summt und eine Grille zirpt. Alle sind zufrieden, bis eines Nachts Schafe auf die Wiese kommen und die Blumen abfressen. Nur eine bleibt übrig und die ist traurig. Sie wird vom Regenwurm getröstet. Weinst du? Oh, ich verstehe. Aber du musst nicht traurig sein, der Wind, die Sonne und der Regen werden dir helfen. Ihr Samen wird dank Sonne, Wind und Regen neue Blumen auf die Wiese zaubern. Großer Dank an die fleißigen Frauen und viel Beifall für die kleinen Künstler.